Celia, Halbzeit. Wie viele Stiefel hast du schon durchgetragen? Ja, schon viel. Also meine alten Stiefel sind nicht mehr zu gebrauchen, auf jeden Fall. Also haben wir damals recht gehabt. Du brauchst mehr als ein paar Stiefel. Mhm, ja, ja, in diesem Gelände schon. Was meinst du in diesem Gelände? Ja, ist schon sehr herausfordernde Gelände. Also auch eine Gelände, die ich davor nie hatte und die auch sehr schwer ist, halt nicht nur zu hütten, sondern auch zu laufen, auch ohne Schafe und ohne Hunde. Genau, und ja, es war auf jeden Fall, gab es schwierige Momente. Ja. Schwierige Momente. Naja, ich habe das ja gesehen, du hast ja auch ein paar Fotos geschickt, Schotterfelder, ja, und so weiter, aber dazwischen immer wieder tolle Weiden. Mhm. Für die Schafe wird es sich gelohnt haben, für die Besitzer hier auch. Mhm. Neben neuen Schuhen, was war so dein Aha-Erlebnis in den letzten 2-3 Monaten? Ich hatte dich das schon mal gefragt, aber hallo, Tribulator. Ja. Mein Aha-Erlebnis, also gab es viele, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, genau, weiterhin halt die Hunde kennenzulernen und zu lernen, wie die arbeiten und halt vertrauter mit denen zu werden und auch halt mit den Schafen mehr zu verstehen, wie ich mit denen umgehe. Und ja, jedes Gelände war halt so eine neue Herausforderung. Also jeder neue Ort, wo ich angekommen bin, war auf jeden Fall neu herausfordernd in verschiedene Arten. Und da habe ich jedes Mal einfach viel gelernt. Ja. Viel gelernt. Ich greife mal vor, wahrscheinlich ein Downpunkt war die zwischenzeitige Notunterkunft, die du hattest, richtig? Ja, schon. Also gerade wohne ich ja in Container, weißt du ja. Und da war, also die guten Tage, so wie heute, sonnige Tage, ist nicht so ein Problem. Da kann man auch draußen viel machen. Aber ich hatte auch oft das so Regentagen, wo auch sehr, sehr, sehr kalt und feucht war. Und das war nicht gerade angenehm. Und da, genau, das wissen schon alle und alle haben schon gemerkt, so ein Hirt, die halt 12 Stunden am Tag arbeitet, kann nicht abends so in einen kalten Container reinkommen. Und hoffentlich für nächstes Jahr wird halt anders sein. Ja. Das war ja eine Notlösung. Genau. Du gehst morgen, übermorgen geht's zu Tabaretta rüber und dann geht's zu der neuen, habe ich so gehört. Ja, der neue Hütte, der neu gebaut ist mit Dusche, Wasser, Klo, alles Mögliche. Ja, und da freue ich mich sehr. Ich will gar nicht sagen, dass es Luxus ist, aber ich glaube, man kann ja sowohl sagen, dass man das sehr wohl fordern sollte für die Hürden, die hier oben den Job machen, ja, dass die Hütten, die wir ja zum Teil ja gar nicht mehr haben. Also es muss ja, ja, viel neu gebaut werden. Aber wenn man das ernst nimmt mit der gelenkten Weideführung und Herdenschutz, dann müssen die Hürden auch eine entsprechende Unterkunft. Ja, auf jeden Fall. Du hattest eben schon gesagt, und der Tribulator steht hier neben mir, Hunde kennenlernen und so weiter. Mhm. Wir sind hier am K2. Ein touristischer Hotspot. Unten liegt Sulden, Merkels Sommerresidenz, als die Kanzlerin war. Und ich habe gehört, die ist immer noch da unten. Okay. Die Sesselbahn läuft noch. Ja. Was waren hier so die Herausforderungen? Ging das überhaupt mit den Hunden? Die haben vorher mal gesagt, die fressen die Touristen auf. Nee, also das ging wirklich total gut. Aber es ist halt hier neu herausfordernd wegen halt so viele Menschen. Trotzdem muss ich mehr aufpassen. Also hier sind auch viele Touristen mit Hunden. Und die meisten verhalten sich gut, aber es gibt schon Ausnahmen, genau, wo halt, ja, auf jeden Fall Probleme gab, aber weil die halt die Touristen selber nicht genau wussten, wie sie sich verhalten sollen, mit wenn Herdenschutzhunde und Schafe dabei sind. Ne? Also wir hatten Kinder, die mitten in der Herde gerannt sind und Hunde, die auch ohne Leine gelaufen sind. Und trotzdem haben die Hunde meiner Meinung nach sehr gut reagiert. War trotzdem herausfordernd und anstrengend für mich, weil ich... Also dazu noch mehr Arbeit gekommen ist. Ich hatte die Schafe und das ist genug Arbeit und dazu musste ich immer mit den Touristen reden und erklären. Und, ja. Ja, ich habe vorhin gerade noch beobachtet, wie ein kleiner Junge mit Steinen nach Schafen geschmissen haben. Das auch. Schafe jagen scheint so ein Kindersport zu sein. Ja, ja, das ist halt so, was überall haben. Viele Menschen haben verlernt, was Tiere sind, wie Tiere sind. Aber vielleicht ist das ja auch etwas Nachhaltiges. Mhm. Diese Leute, denen du das erzählt hast, vielleicht gehen die nächstes Mal anders an die Tiere. Ja, hoffentlich. Celia, morgen geht's wie schon übermorgen zur Tabaretta. Mhm. Wir sehen dich dann wieder Ende September auf der, wo es alles begonnen hat, Obere Stilfser Alm. Mhm.
braun gebrannt bist du. Viele Freunde haben dich besucht, das ja, hat's bestimmt. Das war toll. Sind sogar noch welche da, oder? Ja. Ja, das ist schon gut, wenn man so immer besucht. Ja, danke dir, Celia. Bis dann. Ja, danke. Klaus, Anna, viel von euch gehört vom Thomas. Es ist ja in diesem Sommer etwas anderes geworden hier oben oder passiert. Der Wolf ist da, wir wissen's. Und man hat sich, glaube ich, dazu mal entschlossen, mit Herdenschutzhunden ein bisschen zu probieren. Ihr wusstet wahrscheinlich nicht, auf was er euch da einlässt oder wie die Erfahrung war. Ihr seid hier oben in der schönen Tabaretta-Hütte. Wir gucken runter auf Sulden. Wir sehen die ganzen Wanderwege, die hier hochführen. Wir haben es drüben am K2 erlebt. Viele Touristen. Was ist eure Erfahrung diesen Sommer mit diesen Hunden gewesen, hier oben bei euch? Ja, die Erfahrung. Wir haben bis dato noch nie mit so etwas zu tun gehabt. Wir haben die Herdenschutzhunde, man hat vieles gehört, wenig gesehen, aber eben auch Sachen gehört, die einfach nicht ganz so angenehm sind. Genau. Als Herdenschutzhunde hat man da bei uns, hat man auch gehört, dass die da Leute Wanderer angefallen hätten. Was ja auch passiert. Was auch passiert ist, das ist ja effektiv passiert. Ja. Und da haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht, wie das ausschauen könnte. Ja. Wir haben nichts gewusst bis dato und haben gesagt, das schauen wir uns jetzt an. Und dann sind die Viecher da gekommen und ja, die sind vor der Hütte da gewesen. Und sollen wir jetzt da hingehen, sollen wir vielleicht Abstand halten oder nicht? Aber da sind ein paar Kinder da dabei gewesen, die sind da zu den Hunden hingegangen, haben die gestreichelt. Die waren höchst friedlich, wie kaum ein anderer Hund. Und deshalb, die sind friedlich. Da ist nichts zu sagen, deshalb passt. Und mit denen kann man auskommen. Die brauchen anscheinend sehr viele Streicheleinheiten, holen sie sich auch. Aber es sind sehr friedliche Viecher und die machen ihren Job da, hat man gesehen. Und wir sind positivst überrascht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz, den du gesagt hast. Sie holen sich die Streicheleinheiten, denn die Empfehlung, Anna, ist ja, man soll grundsätzlich jedem Tier Respekt zeigen. Mhm. Man soll die Schafe nicht jagen, keine Steine hinterher werfen. Ist das denn auch passiert, dass einige Gäste den Hunden gegenüber ja, unfreundlich aufgetreten ist? Hast du das mal beobachtet oder so? Unfreundlich. Also ich glaube, das sind sicher Leute dabei, die haben Angst vor Hunden. Und das ist logisch. Zuerst ein bisschen überrascht, wenn da ein Hund mitten im Weg liegt und die müssen da drüber steigen, weil die stellen nicht aus. Aber ja, unfreundlich. Die sind halt sehr skeptisch dahingegangen. Aber wenn die gesehen haben, der liegt da und der macht nichts, dann sind sie normal vorbei. Man, Angriffe habe ich jetzt nicht gesehen, aber es ist halt schon skeptischer Umgang mit den Tieren, auf jeden Fall. Nee, wir hoffen ja, dass wir euch noch viele Jahre hier oben besuchen können. Das ist eine traumhafte Region. Ich bin zum ersten Mal auf der Tabaretta. Ich habe gesagt, mein Großvater war 1920 irgendwann oben auf dem Ortler noch mit dem Seil. Als meine Mutter die Fotos geschickt hat, hat gesagt, Wahnsinn, du bist da, wo der Großvater war. Ihr habt eine tolle Region. Mein Wunsch ist nur auch für euch in die Zukunft, wenn die Hunde wieder da sind, den Gästen immer sagen, Abstand halten, Respekt zeigen, denn viele können nicht mit Tieren umgehen. Wir sagen so schön, wir brauchen einen Schafhirten und wir brauchen einen Touristenhirten. Und das ist das Einzige, wo ihr dann, ich habe gehört, auch gut drauf achtet. Ja, danke. Halt. Danke. Ja. Versuchen das, ja. Danke. Auf jeden Fall. Danke. Bis bald einmal. Ja, bitte sehr. Gerne. Klappe die erste. Hallo Josef, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Der Sommer nähert sich so langsam dem Ende, die Nächte werden kälter. Eben waren wir gerade und haben die Verpflegung für die Celia in den Hubschrauber geladen, der die zu der oberen Schäferalm, glaube ich, heißt die, geflogen hat. Ich habe gehört, da oben sind Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Was hast du denn da gemacht? Ja, da war schon eine Schäferhütte, die war halt zu klein und jetzt haben wir müssen, ja, wie die Zeit weiterläuft, geht auch weiter. Da haben wir jetzt die Schäferhütte haben wir nochmal so groß gemacht und haben eine Dusche reingemacht, ein Waschbecken und
das Wasser und mit Kläranlage und mit diesen, weil jetzt haben wir umgestellt, jetzt brauchen wir, jetzt ist eine Schäferin, die ist den ganzen Tag, die von Abend bis in der Früh die Hütte benutzen muss. Früher gab es das nicht, weil man das gezielte Weideführung hat man nicht. Und jetzt ging es mit der Verpflegung ging's gut, weil wir noch immer Material hochbringen müssen. Und dann ging es in meinem Zug. Geklappt? Hat das gut geklappt? Ja, das gut geklappt, genau. Also hat die Zelle jetzt eine sehr schöne Unterkunft, wenn sie dann von einem ganzen Tag Schafe hüten, vom Nachtferch dann zurückkommt und dann kann sie sich dann duschen und was kochen. Genau. Und genau. Das Ganze ist auch hygienisch und mit der Kläranlage. Ja. Ich habe ja auch die Videos gesehen von dem Schreitbagger. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand. Am K2, wir haben es von den Hüttenwirten gehört, lief es auch ganz gut. Wie ist so dein Resümee bis jetzt? Nein, ich war auch oben zweimal und habe mir das angeschaut, wie die Schafe haben geweidet und die Hunde. Mir hat es interessiert, wie die Hunde mit den Touristen umgehen. Die Hunde lagen da am Weg und die Touristen sind über die Driebe gestiegen. Die Hunde haben nichts gemacht und die Leute mit Hunden kommen, die haben ein bisschen gerochen. Höchst selten hat einmal einer ein bisschen gebellt, aber das lief so super. Und die Umstellung auf die gezielte Weideführung, auch zufrieden bis jetzt? Bis jetzt sehr zufrieden. Das ist eigentlich, meine Erwartungen waren schon so, aber ich habe mir das nicht so gedacht, dass es so wirklich so funktioniert. Aber die sieht halt, dass man das ohne gezielte Weideführung und ohne Herdenschutz, ohne Hunde hauptsächlich. Weil meine Meinung ist die, wenn man auch die Schafe die Nacht einzahlen und wenn kein Hund dabei ist, das ist fast nicht möglich bei uns im Berg, weil da gibt es ja nicht einmal eine gerade Weide, da ist alles drin. Da würde es sein sollen und schon viel zu viel kosten. Aber wenn man die Hunde dabei hat, dann sehe ich kein Problem. Gut, auch rundherum haben wir ja überall Wolfssichtungen. Reschenpass haben wir schon das Video gesehen. Ja. Das heißt, bis jetzt gab es auch keinen Riss bei euch in der geschützten Herde, im Gegensatz zu letztem Jahr. Du, wenn ich mir da oben das Gelände angucke, das ist ja ganz schön herausfordernd. Warum macht ihr das überhaupt? Ja, wir machen das, wenn wir im Sommer die Schafe nicht auf die Alpen treiben oder zum Abweiden, dann können wir es im Winter nicht füttern. Wir können nicht 365 Tage die Schafe füttern, weil bei uns sind alles nur Hobbybauern und die haben nur so viel Heu, dass sie 6 Monate die Schafe im Winter füttern können. Und nur zusätzlich ist das, wir da oben weiden die Schafe das Gras ab und das ist alles rundum ist ein Schutzwald. Das sind die Täler, das sind die Straßen. Wenn wir das nicht abweiden, dann weiß ich nicht, dann müssen sie oben ob der Waldgrenze noch Lawinenverbauung machen. So ist das halt. Das ist Tatsache. Ja. Du, Josef, wir gehen jetzt, ich glaube, in 4 Wochen, 3,5 Wochen habt ihr Abtrieb. Vorher wurden die alle zusammengesammelt. Das muss man ja diesmal nicht, denn die sind ja schon zusammengesammelt. Dann geht's runter. Einige, hast du mir erklärt, die Schafe mit den Lämmern, die bleiben dann unten oder die gerade abgelammt haben. Ja. Richtig? Ja, der Termin ist so, am 17. September kommen runter und dann werden sie geschoren. Da ist ein Platz draußen, wo man im Frühjahr tun wir die Baden gegen Räude und gegen der Moder hinkriegen, der Fußbad. Und jetzt im Herbst kommen sie auf den Teichplatz runter und da werden sie geschoren. Da kommen Scherer, ich weiß nicht, von Australien oder von irgendwoher. Darum ist der Termin immer der gleiche, weil das muss schon im Jahr vor, muss den Termin festsetzen, weil die sind ausgebucht, die Scherer. Ja. Aber ihr bleibt da nicht unten, sondern ein ganzer großer Teil geht es wieder nochmal hoch auf die Nachweide. Dann geht es wieder hoch auf zur Stilsralm wieder. Eigentlich, jetzt kommt dann die Zeit, es hat heute ist der 25. begonnen, jetzt fahren wir von K2 langsam raus wieder. Jetzt bleiben sie wieder auf der oberen Schäferalm und noch in 3 Wochen, fast einen Monat ist es noch, ja, nicht ganz. Und dann kommen sie runter, dann geht es wieder zur Stilzer Alm hoch
Und dann geht es noch bis Ende Oktober. Und dann können die Leute wieder die Schafe da abholen. Die letzten Schafe, die noch verblieben sind, was noch oben sind, die von mir aus, die im Frühjahr gelammt haben, die dauert ja, die lämmern jetzt erst noch vielleicht um Weihnachten. Und die können sie dann abholen. Ja. Auf der gleichen Stelle, wo sie es abgegeben haben im Frühjahr. Ja, dann sehen wir uns wieder beim Abtrieb. Und dann spätestens im Oktober wieder auf der Stiftshalle. Ja, genau. Danke dir. Bitte, bitte.